Servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Another One Piece Strikers. Heute mit Kizuna, bisschen zu spät, zwei Tage zu spät, ja, ich will know, I'm sorry. Aber ich glaube, mein Kizuna-Team wird euch nicht so viel weiterhelfen, weil ich halt für die Kizuna-Units gesammelt habe. Und die habe, und viele wollen halt Teams sehen ohne die. Aber das ist schwierig, aber mir egal, ich lade trotzdem mal meine Teams hoch. Die Teams sehen relativ gleich aus, also Shanks ist eigentlich in, glaube ich, jedem Team, und Woogie und Woogie sind auch in zwei von drei Teams, ne, und ihr habt noch nie so ein weirdes Kizuna gespielt, hier sind so komische Gimmicks, weißt du, ja, Infernal Burn mit Woogie und Woogie, ansonsten, keine Ahnung, habe ich schon die Captain Action von Shiryu gemacht, dass er unsichtbar wird und keine Statuseffekte mehr kriegen kann. Heißt, er kann nicht von Bind oder Despair oder sonst irgendwas getroffen werden, was eigentlich ziemlich, ziemlich gut ist. Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie mit Queen machen kann, aber Queen hat halt nicht diese zusätzlichen Skill, dass wenn wir Damage kriegen oder so, keine Ahnung, ich checke das nicht. Irgendwann, wenn wir Damage kriegen, aktiviert sich seine Special nochmal halt, ne? Und dann durch den Target Skill haben wir dann einen stärkeren Effekt. Ah, Digga, ich nehme das hier spät in der Nacht auf, deswegen. Keiner weiß. Ja, ich hau hier einfach alles raus, was ich habe, damit ich den schnell und einfach wegklatschen kann. Der hat hier Resilience, aber aus irgendeinem dummen Grund habe ich Momo nicht gemacht. Ich habe das während der Pause aufgenommen. Ja. Deswegen war ich wahrscheinlich ein bisschen verplant, aber es hat schlussendlich trotzdem noch irgendwie funktioniert. Hier aktiviert es nochmal die Shiryu Special und killt ihn damit. Und ist der Lachs auch schon fertig, weißt du? Ich habe in jedem Team Shiryu, also wenn ihr eingeschaltet habt und glaubt, ja, ich sehe hier mal Teams, die ich nachbauen kann. Wenn ihr Shiryu habt und in Shanks habt und Boogie und Woogie habt und Ein habt, dann let's go rein da. Aber ne, braucht ihr halt. Das ist bei jedem Event so in Optik. Ihr braucht immer die neuesten Units. Es sei denn, ihr habt einen sehr guten ausgebauten Account. Da ich den am Anfang natürlich nicht habe, habe ich für die Kizuna Units gesammelt, um das Kizuna fett farmen zu können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut für den Anfang. Habe ich auch bei Treasure Map gemacht, habe mir Onis die Impact Core wie geholt und habe nochmal fett Treasure Map gefarmt, als ich den Account gestartet habe. Nun ja, ihr seht ja im Hintergrund, was ich alles für Specials aktiviere. Ich nutze, wie bekanntlich, ja meine Kizuna Treasure Map Videos und alle anderen Videos, wo ich nichts genauer erklären muss. Und wenn man es ja sieht, was ich mir da gut mache und die Teams sieht, und ich kann euch ja keine anderen Vorschläge by the way machen, weil ich nichts testen kann, weil der Account ist noch in der Ausbauphase, ne? Deswegen helft euch gerne selbst aus in den Kommentaren, kommt auf den Discord-Server für eine nicht mehr so vorhandene deutsche Rumpi-Circus-Szene, lasst uns mal den Discord ein bisschen reviven. Ich werde auch demnächst eine Gilde erstellen, Anfang nächsten Monat. Da werde ich dann nochmal ein extra Video zu machen und Werbung für die Gilde machen. Wer da Bock hat, kann da reinkommen. Und wer nicht, der nicht. Aber ich will auf jeden Fall wieder eine sehr aktive Gilde und eine sehr stronge Gilde haben. Das wäre sehr schön. Dann sind wir auch schon im letzten Kampf, und ihr seht, die Teams ändern sich nicht sehr großartig. Ich glaube, das erste und das zweite Team, das erste und das dritte Team ist sogar das gleiche, wenn ich das richtig sehe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sehr interessant. ja. Das sind so im Großen und Ganzen meine Teams eigentlich. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mehr sagen soll. Ich bin todmüde. Deswegen lasse ich euch jetzt mit dem restlichen Gameplay alleine. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zu Optik am Morgen.
Es sei denn, morgen passiert, also Samstag, heute passiert noch irgendwas. Mal schauen. Wir sehen uns am Sonntag spätestens. Und ja, haut rein, Freunde. Ich lasse mit dem restlichen Gameplay alleine. Ciao, ciao. Oh!